back, summer break's over, and we are back with TNT. My name is Nico. And my name is Alex. And we are happy that we survived the summer, and we hope that you also did. And we are going to send out stuff. The next products, right? So over the last few weeks and months, some people donated, not that much as before, unfortunately. But we got enough things to send out. So to the 10 most bidding people, the products that we reviewed will go out. Yep. And so if you know if you are in or not, the lowest bidder from these 10 is €49.50. The highest one is 87. So thank you very much. Really appreciate it. Yeah. And if you also want to get one of the products, feel free to donate to support you and us. You will find the link to the PayPal channel and on the end card. Yeah. And as like 90% or 95% of the bidders and the highest bidders are only from Germany. Yeah. So we decided to switch to German right now, because when the most supporters speak German, then we will do this in German. If you want us to do it in English also, then support us also from English speaking countries. Yeah. But right now, Deutsch. Auf Deutsch. Was sich auch sehr komisch anhört. Ich habe noch nie eine Folge auf Deutsch gemacht, aber wird klappen. Vielleicht werden wir dadurch authentischer, was manche sagen. Kann ja sein. Wenn wir nicht authentischer werden, dann switchen wir wieder zurück auf Englisch. Oder Swahili. Genau. So, ja, wir haben diese Woche wieder zwei Tricks. Wir haben jetzt mal zwei Folgen gemacht mit einer neuen Formatidee. Was wir beibehalten werden, ist wahrscheinlich, dass wir den Trailer nicht mehr einblenden. Genau, sondern immer noch schön oben rechts den Link zum Trailer haben. Genau, und dafür machen wir, wenn es hinhaut, wieder zwei Kunststücke. Falls es mit zwei Kunststücken nicht hinhaut, dann machen wir halt zumindest eins. Also heute zwei Kunststücke und auf Deutsch. Genau, und dann kommen wir gleich zu unserem ersten. Und unser erstes Kunststück. Wir können es leider nicht in die Kamera halten, weil wir haben das bei Penguin bestellt. Ein Flatpack, kostenlos nach Deutschland, was ich allerdings nicht empfehlen würde, wenn ihr es eilig habt. Hat wie lange gedauert? Zwei Wochen? Zwei, drei Wochen hat es gedauert, sehr lange. Da zahle ich das nächste Mal lieber die $20 und habe es innerhalb von zwei Tagen. Nichtsdestotrotz, wir können es leider nicht in die Kamera halten, weil es ein Flatpack-Produkt war. Das heißt, die Schachtel kam nicht, aber es handelt sich um Revolution von Gregory Wilson. Und was man damit machen kann, wir zeigen es einfach mal. Es ist so cool. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu noch alles sagen soll, aber... Was? Also ich habe auch geübt, wie man es sieht. Ja, natürlich kann man dann die Karten einfach rausnehmen, normales Kartenspiel drin. Und ja, ja, es macht tierisch Spaß. Mag, kann auch noch eine andere Karte. Kann man auch eine Einzelspielkarte drehen lassen. Geht ein bisschen länger. Tut auch nicht so ganz weh. Richtig. Genau, das ist was nämlich wir der Punkt. Das tut haben, sehr weh. Es war gestern durch Zufall bei McDonald's entdeckt. Kein Product Placement. Das sieht auch ganz lustig aus. Aber wenn ihr mal die Möglichkeit habt, irgendwie, vielleicht seid ihr auch noch so... Egal. Das kann ich nicht. Also sieht auf jeden Fall lustig aus. Normaler Sharpie, normales Deck und ihr könnt loslegen. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Es ist wieder eine Online-DVD, wie immer in den letzten paar Wochen, Monaten, was nicht schlecht ist. Dafür geht es 1 Stunde 40 Minuten. Das ist schon ordentlich, sehr detailliert. Das Gimmick selber ist in einer sehr guten Qualität. Ich habe damals den Prototyp gesehen in Blackpool, da sah der noch anders aus. Was es aber nicht besser oder schlechter ist. Und auf der DVD hat er auch noch am Anfang sein Prototyp, weil das, was er am Anfang zeigt, ändert sich dann in der Mitte der DVD. Also das Gimmick sieht neu aus. Ja. Ich würde es am liebsten euch jetzt mal die Kamera halten, kann ich leider nicht tun. Ich weiß gar nicht, ob es ein Geheimnis ist. Doch. Ja, aber ja, ne? Es ist cool. Also es hat auf jeden Fall Suchtfaktor. Ja. Und er sagt auch auf der DVD, man muss üben, bis man blutet. Man sieht es leider hier nicht. Also er blutet schon fast. Aber ja, bluten noch nicht, aber es tut höllisch weh. Man kann aber nicht aufhören. Man kann nicht aufhören. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Ja. Es ist am Anfang schwieriger, als ich dachte, das anzudrehen. Ja, ich dachte auch, man packt es aus auf Finger und los geht's. Ja, man muss halt leider, was heißt leider, man muss schon relativ viel üben. Aber dann macht es echt Spaß. Üben muss. Ja.
Man kann also hier am Boden, so die Globetrotters. Das wird übrigens nicht erklärt auf der DVD. Egal. Für uns ist es auf jeden Fall ein Trust the Trailer. Machen wir das jetzt auch auf Deutsch? Vertrau dem Trailer? Ja, vertrau dem Trailer. Wir müssen alles umändern. Also Trust the Trailer heißt, für die, die auf Englisch vielleicht zuschauen, kein Wort verstehen, der Stempel Trust the Trailer ist ja mittlerweile bekannt. Dann Skill Level, ich würde mal vielleicht Fähigkeitsniveau Anzeige. Ich würde zwischen 3 und 5 geben. Echt? Ja. Ich wäre bei 7 gewesen. Echt? Ja. Also kommt wahrscheinlich darauf an, was ihr für Vorahnungen habt. Also ich habe früher auch viel Basketball gespielt und habe da schon Bälle und so auf den Finger gedreht. Man muss ein Gefühl dafür entwickeln. Damit nicht viel zu tun, aber so ein bisschen. Also das Gefühl sollte man haben. Also ich würde irgendwann macht es Klick und geben. Dann... Ja, wie gesagt, ich würde eine 7 geben. Irgendwann macht es Klick und dann hat man es... Dann der einzige Nachteil ist halt wirklich, dass man nur noch mit dem Ding rumrennt. Also ja. Egal, wo ich zurzeit bin, ich spiele nur noch damit rum. Dauernd. Was für mich total lustig ist und Spaß macht, aber kann vielleicht auch ein bisschen nervig und störend sein, wenn man überall so rumrennt. Wieso nervig? Mich nervt's nicht. Meine Frau hat schon genervt gestern. Ja. Ja, auf jeden Fall, es ist auch unser TNT Top-Notch-Trick. Toller... Nase-Notch... Toller... N-Trick. Ja. Ist ja schon, wir können nicht alles auf Deutsch machen, aber es ist auf jeden Fall unser Produkt der Woche. Das ist unser Name, Produkt der Woche. PDW, Produkt der Woche. Auf jeden Fall, oder sogar Produkt des Monats. Also ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr Produkt sehr des Jahres. Ja, das warten wir mal, das Jahr ist noch nicht vorbei. Ja, aber ich würde fast behaupten, das ist so die nächste DS. Ja, also ich schätze mal, es hat Verbreitungsgrad fast jeder. Wobei viele haben es auch schon wieder verkauft. Weil sie. Ich will es gar nicht ansprechen, aber direkt verkauft. Vielleicht selber schuld, mal schauen. Aber wenn ihr das kaufen wollt, auf jeden Fall kein Problem. Es gibt es überall, wird von Penguin Murphys auch an Großhändler oder als Großhändler vertrieben. Mhm. Kostet, was habe ich gezahlt? Ich glaube 35 oder 39 Dollar. Recherchiere mal schon. Mittlerweile müsste es wahrscheinlich auch in Deutschland schon geben, aber ich wollte es so schnell wie möglich, dass wir euch das zeigen können. Leider hat das mit dem Flatpacking ein bisschen länger gedauert. Ja, 34,95 in Dollar. In Dollar. Ja, an die 30 Euro. Ja, wahrscheinlich sind es in Euro dann 35 Euro. Oder 35 Euro. Ist auf jeden Fall super. Das heißt, ihr bekommt das Gimmick mit, um die Drehung hinzubekommen. Und dann sind noch 3 Spielkarten dabei, genau. Um so Twist-Effekte zu machen. Leider auf Bicycle-Rücken. Genau, das wollten wir es auch hier nicht zeigen, weil es nicht wegen Bicycle, aber einfach, ich habe mir das auch besorgt wegen dem. Ja. Also ich werde das andere Kunststück so nicht machen. Wer damit noch ein Kunststück machen will, ist nett. Er sagt auch gleich, er reserviert sich die Rechte schon für ein drehendes Handy. Ist noch nicht auf dem Markt, aber weil er auch gesagt hat, wahrscheinlich kommen da viele auf die Idee und die Idee hat er auch schon gehabt, von daher reserviert er sich damit gleich das Recht. Nicht doof, ne? Ja. Ja, das ist eigentlich alles, am liebsten würde ich nur damit rumspielen und euch noch mehr zeigen, wie toll wir das mittlerweile können. Aber wir haben ja noch ein Produkt mehr. Auf jeden Fall Daumen nach oben, Top-Produkt und dann schauen wir uns mal das zweite an. Und unser nächstes Produkt ist Static Levitation von Manoj. Ein ganz langer Freund von mir aus Indien. Den kenne ich schon bestimmt 15 Jahre, 18 Jahre. Und das, vor ein paar Jahren hat er angefangen, auch Produkte auf den Markt zu bringen. Und das ist sein neuester. Den Trailer könnt ihr euch hier angucken. Und live sieht das Kunststück so aus. Also es sind verschiedene Routinen auf der DVD drauf. Eine schöne ist, dass vom Zuschauer eben ein zusammengeknüllter Geldschein oder ein Stück Papier von der Hand weggehoben werden kann. Das heißt, machen wir die Faust am besten. Das wird hier so drauf. Okay. Und wenn wir das ein bisschen verdecken. Das wird auch auf der DVD verdeckt. Was mich am Anfang ein bisschen gestört hat, aber ist gar nicht so wild. Und dann hat man eben eine statische
statische Schwebemoment. Das ist sehr komisch, auf Deutsch das zu machen. Das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ja, es macht auch sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und wenn man möchte, wandert es auch ganz langsam in die Hand. Man kann es auch wirklich direkt dann zum Untersuchen geben. Das hat mich vorhin, muss ich sagen, getäuscht. Ja. Und das ist eben eine Methode, wie man es machen kann. Cool. Das Setup ist sehr, sehr einfach. Ich habe es bewusst jetzt nicht super verborgen oder wie auch immer. Was ein bisschen schade ist, ohne dass ich jetzt was verraten möchte, wie es funktioniert, aber man braucht einen IT. Nee, wirklich? Ja. Krass. Der leider nicht mitgeliefert wird. Er hat auch gesagt, es steht mit dem AdWords drauf, also auf der DVD. Selber steht es nicht. Aber nichtsdestotrotz. Also erstmal ist es ein Trust the Trailer. Und ob es jetzt wirklich neu ist, weiß ich nicht ganz genau. Also es gibt so viele Setups und Hookups. Ich selber persönlich habe das Hookup noch nicht gesehen. Und ihr braucht einen normalen IT zu Hause. Also keinen elastischen, nichts, sondern ganz normalen... Beziehungsweise einen UF. IT oder einen UF, genau. Genau, richtig. Ansonsten braucht ihr noch... Ja, wenn ihr einen IT habt, dann also noch ein bisschen Wachs braucht man noch, ja, ja. Um das zu befestigen. Das hat man wohl daheim, denke ich. Aber ansonsten ist alles gut erklärt. Die DVD-Qualität selber ist ausreichend, würde ich sagen. Ist nicht in Full HD oder 4K oder wie auch immer. Aber man versteht alles. Die Effekte sind sehr nett drauf. Und es macht auch wirklich Spaß. Also ich arbeite in letzter Zeit sehr gerne auch mit ITs und UFs. Und habe das Setup auch immer dabei. Und war auch echt lustig. Auch Nico hat das erste Mal das Setup nicht verstanden. Also gehe ich mal davon aus, dass du das Setup nicht genau wusstest, wie das funktioniert. Sehr clever. Oder Hookup in dem Fall. Und vom Schwierigkeitsgrad her würde ich es ja auch eine 5 geben. Okay. Weil es sind verschiedene Effekte drauf. Das mit dem Zuschauer ist am schwersten. Habe ich auch live noch nicht probiert, muss ich dazu gestehen. Weil live braucht man schon. Hat gerade funktioniert. Cojones. Ja. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Mit dem richtigen Licht, ja. Wie es immer so ist mit UF und IT-Arbeit. Ich muss mich echt noch daran gewöhnen, dass wir das auf Deutsch machen. Ja, mal gucken. Vielleicht nächste Woche schon auf Englisch. Auf jeden Fall. Das war's, der Peak. Genau, das schicken wir auch gleich noch mit raus an die 10 Leute, die es bekommen. Genau. Also wie gesagt, da ist jetzt nur meine Sachen drin. Das kommt nicht mitgeliefert. Jemand bekommt hier die DVD. In dem Fall, also ich finde es ja immer noch schön, dass man haptisch was in der Hand hat. Aber in dem Fall hätte es sich auch ein Download gelohnt, weil eben keine Sachen mitkommen. Ja. Also hätte man sich wahrscheinlich ja, Produktionskosten sparen können. Wobei ich das qualitativ immer noch schöner finde, eine DVD zu bekommen, als einfach nur ein Download. Richtig. Ja, und wir haben leider auch keine Erkläre nette Tricks Sektion mehr. Das heißt keine Teaching Need Tricks. Na ja, doch, die Revolution auf dem Stift. Und ja, wer von euch schon Revolution daheim hat, hat hier eine coole Idee, wie man es auf dem Stift machen leider könnte. Leider erkläre ich auch nicht, wie es funktioniert, aber das Schöne ist, dass ein Sharpie eben hier eine kleine Mulde hat. Was man mit der Mulde machen kann. Genau, wenn man Revolution kennt, dann weiß man, was ich meine. Aber es sieht auf jeden Fall ganz lustig aus. Ja, und ansonsten verbleibt uns nur gleich der Rest noch in der Endcard. Bis gleich. Ja, also diese Woche in der Endcard hatten wir als Produkte Revolution von Gregory Wilson. Und Static von Manoy. Manoy Kauschal. Hier steht nur Manoy. Ja, aber für die, die es wissen. Manoykauschal.com. Er ist auch übrigens ein sehr, sehr guter Designer. Hat eine Designfirma und macht auch Kartendesign für Leute, die es wünschen. Hat gerade ein eigenes Projekt am Start. Er macht die Bicycle Classic. Was sehr, sehr schick aussieht. Ist noch ein Kickstarter-Projekt. Das heißt, Ach, deswegen hast du den gecrowdfundet. Ja, jetzt verstehe ich. Genau. Jetzt macht's Sinn.
Ja, und für diejenigen, die nicht wissen, was wir machen und sich wundern, Mensch, verstehe ich plötzlich so gut Englisch oder reden die Jungs jetzt plötzlich Deutsch? Ja, wir reden auf Deutsch, weil, wie gesagt, der meiste Support kommt eben aus dem deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz. Wenn ihr das wieder auf Englisch haben wollt, if you want to have TNT back in English, please donate here on our PayPal channel. Ja. Also spendet bei unserem Wenn ihr weiterhin wollt, dass es auf Deutsch bleibt, ihr könnt auch gerne mehr spenden. Also wir richten uns wirklich danach und haben gemerkt, dass in der letzten Zeit eben wirklich der meiste Support aus dem deutschsprachigen Raum kam. Von daher vielen, vielen Dank an euch. Wenn euch gefällt, was wir machen, hier findet ihr die letzten Episoden und wir würden uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gibt, hilft uns sehr. Und natürlich, wenn ihr auf unseren ganzen sozialen Netzwerken, Facebook, YouTube, Google+, Twitter, Instagram, PayPal uns abonniert und folgt, wäre ziemlich cool. Und dann erfahrt ihr auch immer die neuesten Neuigkeiten. Ja, und wir sind nächste Woche in Lübeck bei Nordisch Nobel. Mhm. Das heißt, für diejenigen, die sich immer noch nicht angemeldet haben, ihr könnt euch hier unter zauberkongress.de, glaube ich. Eine Woche noch, zauberkongress.de. Unter zauberkongress.de anmelden. Es sind noch ein paar wenige Plätze frei. Das Line-Up ist, wie gesagt, perfekt. Haben wir letzte Woche kurz schon angekündigt, was da kommt. Der letzte Artist, den ihr noch nicht kennt, ist auch ein guter Freund von uns, Brandon Rabe. Er ist seit Jahren Consultant bei sämtlichen Theatershows, bei Palazzo, ist Consultant für sämtliche große Leute aus Las Vegas gewesen und wird dort ein Seminar geben, mal so behind the scenes, so hinter dem Vorhang, hinter den Kulissen. Mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und hat auch wirklich ganz tolle Ideen zum selber nachmachen oder Tipps, wenn ihr mal auf die Theaterbühnen oder ja, wir haben ihn letzte Woche besucht und er hat so ein bisschen erzählt, was er so im Seminar erzählen möchte und so der eine oder andere Trick war ziemlich cool. Also man muss ihn schon fast ein bisschen bremsen, dass er nicht zu krasse drauf. Sachen erzählt. Ja. Also es kostet ja nur 225 Euro, glaube ich, das Ticket und man hat 8 Seminare. 3 Gala-Shows. Plus Shows, plus Händlermessen, plus wir sind dabei. Man kann die DVD erwerben. Allein schon wegen uns lohnt es sich zu kommen. Ich glaube, deshalb ist das 25 Euro günstiger. Eventuell machen wir eine TNT-Live-Folge. Schauen wir mal. Also, wenn ihr Lust habt, schaut David vorbei. Penn ist ja angeblich auch da. Das heißt, David Penn hat ja ein tolles Kunststück auch jetzt neu rausgebracht, was er uns auch schicken wollte. Hat er bisher noch nicht gemacht, aber es wäre doch mal ganz toll, David Penn, dass er es mal live vorführt. Weil so wie es sein Trailer ist, wäre es nämlich ein Don't Trust the Trailer gewesen. Schauen wir mal. Vielleicht kann er es retten. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf Lübeck, auf Nordisch Nobel. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns nächste Woche entweder in Lübeck oder live von Lübeck. Ansonsten sehen wir uns in 2 Wochen wieder hier am gleichen Ort auf YouTube. Vielleicht auf Englisch, vielleicht auf Deutsch. Wir werden sehen. Mal schauen. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.